Simon Seiler, 4:2 Sieg hier von euch im Tessin gegen den HC Ambrì Piotta. Und für Sie das erste Goal in der National League. Wie hat sich das angefühlt? Ja, sicher speziell. Auch wenn ich primär nicht zum Goalschiessen angestellt bin. Aber ja, es hat heute sicher geholfen. Und ja, umso wichtiger die 3 Punkte in diesem engen Strichkampf. Auch für Sie eine ganz spezielle Entwicklung, die Sie da mitmachen bei Fribourg-Gottero, Ihre erste Saison in der National League, aber auch heute ganz wichtige 3 Punkte. Man ist zurückgekommen in das Spiel, hat am Schluss die 3 Punkte können mitnehmen. Was hat am Ende den Unterschied gemacht? Also eben, es ist sicher wichtig, dass wir wieder das Spiel können kehren. Ich glaube, wir haben jetzt in letzter Zeit auch viel gerade im Rückstand und rennen dem nachher noch nach. Wir müssen es fast im dritten Drittel noch richten. Der Unterschied, ja. Am Schluss, ich glaube, das zweite und das dritte Drittel sind wir besser gewesen, haben wir relativ wenig zulassen und ja, so verdient gewonnen. Sag mal, eben für Sie, es geht auch Schlag auf Schlag, die Saison noch angefangen bei Olten, dann jetzt die ersten Matches, die ersten Assists, das erste Goal in der National League. Wie erleben Sie das alles? Ja, ist natürlich cool. Ich hätte Anfang der Saison nicht gedacht, dass, aber ja, es ist Hockey, es geht schnell. Es kann aber auch schnell wieder in die andere Richtung gehen. Darum geniesse ich jeden Tag, gebe mir das Beste. Wunderbar, danke vielmals und gratuliere.